Noch darüber gibt es Diskussionen. Morgen tritt ja das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Der Bundestag hatte dieses Gesetz im April beschlossen. Für die Änderung des Geschlechtseintrages ist nun nur noch eine einfache Erklärung bei einem Standesamt nötig. Bisher waren es ja 2 psychiatrische Gutachten sowie ein Gerichtsbeschluss. Die stellvertretende Unionsfraktionschefin Dorothea Beer hat das neue Selbstbestimmungsgesetz der Ampelkoalition übrigens scharf kritisiert. In den Standesämtern gibt es bundesweit bereits mehrere tausend Terminanfragen.